Hallo ihr Lieben und willkommen auf meiner Seite. Heute möchte ich euch meinen Lesemonat von Oktober zeigen. So viel ist es gar nicht, wie ihr sehen könnt. Drei Taschenbücher oder drei Bücher, ein Hörbuch, zwei E-Books. Ich komme direkt zu Victoria. Queen Victoria von Julia Bird. Das kühne Leben einer außergewöhnlichen Frau. Ich habe mir einige Sachen markiert. Es ist unfassbar. Und bin einfach geflasht von dieser Geschichte, das muss ich zugeben. Es ist, hier ist noch der Familienstammbaum von Königin Victoria, die von 1819 bis 1901 gelebt hat. Ihr Ehemann aber, Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha von 1918, von 1819 bis 1861. Und wir erfahren auch, wie sie sich gefühlt hat nach dem Tod ihres Mannes und was danach passiert ist. Und wir wissen, dass es Gerüchte gegeben hat, dass sie Affären hatte. Und wir erfahren außerdem auch, welche Rolle Deutschland in diesem ganzen Spiel hatte, in dieser viktorianischen Zeit. Wann sie ihre erste Periode bekommen hat. Wir hören, was sie zu dem Arzt gesagt hatte, nachdem er ihr mitgeteilt hatte, dass sie nun, dass das neunte Kind ihr letztes Kind sei. Es ist ganz faszinierend, ganz spannend und total toll und lest es wirklich. Ich habe dem Buch 5 von 5 Sterne gegeben. Meine ganze Rezension findet ihr auf meinem Blog und ja, wie gesagt, ich bin einfach unfassbar geflasht von dieser Frau und von dieser ganzen Biografie, die wirklich sehr, sehr tief geht. Manuela Inusa, das wunderbare Wollparadies aus dem Plan Vallée Verlag, habe ich vom Bloggerportal erhalten. Achso, Queen Victoria habe ich über vorablesen.de bekommen. So, Manuela Inusa, das wunderbare Wollparadies. Hier geht es um Susan und Susan hat einen kleinen Wollladen in der Valerie Lane. Es ist der vierte Teil, ja, der vierte Teil dieser Reihe. Und wir erfahren, wieso, weshalb, warum es Susan überhaupt in diese Straße verschlagen hat. Erfahren noch mal ein bisschen was über Rubys Mutter, die wir im dritten Teil kennengelernt haben, also Ruby. Und ich lese euch mal den ersten Satz vor. Ich komme bestimmt dahin. An einem eisigkalten Abend Anfang Dezember ging eine Frau mit ihrem Cockerspaniel im verschneiten Oxford spazieren. Das Gute an diesem Buch ist und an dieser Reihe allgemein ist im Prinzip, dass es nicht nur um die Leute in dieser Straße geht und ich sage in Anführungszeichen den Wohlstand generieren, sondern auch um Obdachlose und dass wir gerade in dieser Zeit, in der alles so schnell ist und in diesem Vorweihnachtsstress auch an diese Person denken müssen. Das fand ich sehr, sehr gut und ein toller Gedanke. Aber irgendwie bin ich nicht richtig in diese Geschichte hineingekommen und das Ende fand ich auch etwas too much. Aber dazwischen unfassbar gut und 4 von 5 Sterne bekommen. Kate Morton, die Tochter des Uhrmachers, aus dem Diana Verlag über Bloggerportal bekommen und es ist auch ebenfalls gerade erst erschienen. Ich habe mir ein bisschen was anderes darunter vorgestellt, da bin ich ehrlich. Und lese euch einfach mal den ersten Satz darunter vor. Wir waren nach Birchwood Manor gekommen, weil Edward gesagt hatte, dort spuke es. Und es geht natürlich um dieses Haus, doch auch um diese eine Aktentasche, die Elodie findet und bekommt und archivieren soll. In dieser Aktentasche ist ein Skizzenbuch, gibt es ein Skizzenbuch, ein altes Foto in Sepia, außerdem noch eine kleine Nachricht. Aber Skizzenbuch und Aktentasche passen nicht zum Inhaber, beziehungsweise die Aktentasche gehört jemand anderes mit anderen Initialen als und derjenige war definitiv kein Künstler. Nach langem Recherchieren hat man dann herausgefunden, dass es dieser Edward war, dem das Skizzenbuch gehörte. Doch das, was Elodie am meisten fasziniert hatte, war die Tatsache, dass das Skizzenbuch ein Haus zeigt, welches sie an eine Geschichte erinnert, die ihre Mutter ihr immer wieder vorgetragen hatte. Ihre Mutter ist sehr, sehr früh bei einem Autounfall gestorben und nach und nach erfährt man auch, was an diesem Tag noch passiert ist, mit wem sie da war und so weiter und so fort. Aber wir gehen auch sehr tief und sehr weit zurück, und zwar ins Jahr 1862 ungefähr. Naja, ein bisschen früher sogar, sehr, sehr viel früher. Und lernen eben die Tochter des Uhrmachers kennen.
die mit Spitznamen Birdie heißt, aber eigentlich anders. Und sie hatte auch später noch benutzt noch einen anderen Namen, was ich natürlich jetzt nicht verrate. Mir hat das Buch ganz gut gefallen. Ich habe 3,5 Sterne gegeben, aber es hat sich so unfassbar in die Länge gezogen. Und vieles hat sich einfach auch wiederholt. Wir sind zum einen im 19. Jahrhundert, dann Anfang des 20. Jahrhunderts und dann noch einmal jetzt in dieser Gegenwart. Das mag alles sehr spannend sein und ich liebe Zeitsprünge und auch andere Perspektivwinkel, liebe ich einfach in Geschichten. Aber hier hat es mich einfach nicht mehr emotional umgehauen. Ich war an einem Punkt, als ich dachte, ja, es kann mich nichts mehr überraschen. Und ich wurde dann doch noch mal kurz überrascht, weil vieles sich ins rechte Licht gerückt hatte. Aber bis zu einem gewissen Punkt waren keine Emotionen bei mir mehr vorhanden. Und das ist schade, gerade bei so einer Geschichte. Mehr dazu natürlich auch auf meinem Blog. Außerdem gehört habe ich von Ratlosen und Löwenherzen von Rebecca Gablé. Und es geht um die Geschichte Englands. Und das finde ich so toll. Bis zum Heinrich den Achten. Und irgendwo ist es auch noch viel, viel intensiver. Es ist relativ kurz, ging auch sehr gut. Und wir lernen ganz, ganz viel über die einzelnen Könige davor, vor Heinrich dem Achten. Und was noch in England passiert ist. Man das? So. Und das ist sehr toll, das kann ich definitiv empfehlen. Ich habe es über Spotify gehört. So, außerdem möchte ich euch auch noch ein E-Book, zwei E-Books zeigen. Oh, wo bin ich denn hier? Oh Gott, das Ding ist ätzend. Da oben bin ich. Da. Da. Und zwar, bevor mein Akku alle ist, beziehungsweise der Speicher voll ist, habe ich von Maya Shepherd die Apfelprinzessin gelesen. Hat gerade mal 148 Seiten. Habe ich mal kostenlos erworben. Kam bei einer Aktion, wie auch immer. Auf jeden Fall geht es um die Gebrüder Grimm-Märchen. Und das ist so eine wöchentliche Sache, die alle paar Wochen oder so erschienen ist. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich mir auch gar nicht sicher, ob ich die nächsten Teile überhaupt lesen möchte oder werde. Und hier, guck mal, geht schon wieder gar nichts. Auf jeden Fall geht es auch um Will. Und Wills Vater ist in einer psychiatrischen Klinik untergekommen, weil er glaubt, dass ganz, ganz, dass irgendwann ganz viel passieren wird. Irgendwelche, ich sag mal, Angriffe, dass die böse Hexe zurückkommt oder. Und Will glaubt das aber alles nicht. Doch als dann ein, ich sag mal, Mann in seiner Wohnung steht und ihm einen Zettel oder einen Brief überreicht und ihn zu einem Treffpunkt locken will, geht er natürlich mit seinen Freunden alleine, wäre das ja ein bisschen tricky. Aber ja, genau. Er geht mit seinen Freunden alleine, wäre es ein bisschen tricky. Und er fährt in einem Zug. Ja, irgendwohin. Wohin war, frage ich nicht. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich die Geschichte weiter lesen möchte. So, jetzt möchte ich euch noch kurz etwas anderes. So, und zum Schluss möchte ich euch noch eine andere Rezension zeigen. Und zwar habe ich auf meinem anderen Blog, der den grandiosen Titel hat, geniesasablog.wordpress.com. Ich bin wahnsinnig, wahnsinnig kreativ, was das Finden von Namen angeht. Auf jeden Fall werde ich euch den auch nochmal in der Infobox verlinken. So sieht das Ganze von außen aus. Und es geht um das Buch Mackety, zauberhafte Tiere von Astrid Pfister. Ich habe es von ihr im Oktober erhalten und auch gelesen. Jetzt relativ schnell und auch doch gelesen mit meinem Sohn zusammen. Mehrere Geschichten, die Mut machen und Kinder stärken. Darum geht es im Prinzip. Auf meinem Blog habe ich noch ein paar Infos dazu geschrieben, wie teuer das Ding ist. Und noch, was wäre, wenn es ein Spielzeuggeschäft gäbe, in dem jemand arbeitet, der sich wirklich Gedanken über die Kinder macht, die in seinen Laden kommen?
der ganz besondere Kuscheltiere verkauft, die nicht nur zum Kuscheln sind. Was wäre, wenn nur Kinder diesen Zauber erkennen können? Was wäre, wenn diese Kuscheltiere genau zum richtigen Zeitpunkt zu einem Kind gelangen, wenn es in einer Krise steckt? In Mackety's Zauberhafte Tiere geht es in 18 kurzen Geschichten über Kinder, die entweder geärgert werden oder Trost und Anerkennung suchen, sie aber nicht finden. Sie können nicht ohne Licht schlafen, aber der Vater verbietet ein Nachtlicht oder werden gehänselt oder tyrannisieren selbst Kinder, weil sie zu Hause Ähnliches erleben. Es sind unterschiedliche Ängste oder Eigenschaften, die in diesem Kinderbuch thematisiert werden. Glauben, Schönheit, Freundschaft, Eifersucht. Astrid erzählt auf einfache Art, wie man am besten zu einer Lösung kommen könnte, ohne sich zu verstellen. Denn die wichtigste Botschaft lautet, manchmal reicht es, wenn man jemanden hat, der einem zuhört und da ist, um Ängste zu überwinden oder über den eigenen Schatten zu springen. Ein Schwan mit einer Brille sticht aus all den anderen hervor, weil er speziell aussieht. Genau das habe ich geschrieben, noch zusätzlich. Und allerdings muss ich auch sagen, ich habe dem Ganzen 4,5 Sterne gegeben. Herr McElty war mir teilweise doch ein wenig zu vertrauenswürdig und in der heutigen Zeit. Aber gut, lassen wir das. Da spricht die Angst einer Mutter durch. Aber mein Sohn hat das wahnsinnig gerne gelesen. Und wir sind gerade dabei, es zu rereaden. Tatsächlich, jetzt schon. Eine Geschichte habe ich nicht gelesen. Und zwar, das war Glaube. Hat ein paar Gründe. Zum einen finde ich, dass eine Geschichte mit dieser Thematik nicht in so ein Kinderbuch passt. Aber gut, das ist meine persönliche Meinung und hat im Prinzip nichts mit dieser Qualität der Geschichte zu tun. So, das war's von meiner Seite aus mit meinem Lesemonat. Da ich ja keine Einzelrezension mehr poste, mehr mache, ist es ein bisschen länger geworden als beabsichtigt, aber ich glaube, alles noch im zeitlichen Rahmen. Eine Einzelrezension wäre natürlich länger. Ja, der November bringt einiges mit sich, unter anderem der NaNoWriMo, den ich mittlerweile, den ich nun angefangen habe, also das erste Mal selbst mitmache. Ja, mal schauen, was dieser NaNoWriMo mir bringt und was ich so alles erfahre und lernen möchte oder werde. Außerdem, ich gucke mal, ob ich hier, genau, heute habe ich zum Beispiel erst Tag 1 bis 3 gemacht. Ich möchte, dass die Fortsetzung von Das Geheimnis des Stiftes in diesen NaNoWriMo mitbringen. Und habe hier über auf meinem Instagram-Channel geschrieben über den Geistesblitz, wieso das so entstanden ist, über die Erzählperspektive und die Charakterentwicklung meiner Protagonisten. Außerdem habe ich mir überlegt, dass ich euch irgendwann natürlich auch mal, da diese spezielle Art des Zeigens von dem, was ich jetzt mache, dieses einfach zeigen, irgendwie interessant ist und ich kann euch so viel, viel mehr auf den Weg mitgeben. Ich kann euch zum Beispiel meine ganze Kindle-Bibliothek zeigen, ohne dass ich ständig irgendwie Probleme habe, ob man das überhaupt erkennt oder Bilder einfügen müsste. Des Weiteren, wenn es denn irgendwann mal lädt, des Weiteren habe ich mir überlegt, möchte ich euch einfach mal meine zeigen, was auf meinem Spotify los ist. Da ist passiert jede Menge. Prime Music benutze ich nicht, müsste die App mal löschen. Ich habe Spotify und habe mir überlegt, dass ich euch tatsächlich einfach mal in irgendeinem Special oder irgendwann mal zeige, welche Playlists ich habe und wie das Ganze bei mir aussieht. Ich erstelle nämlich zu jedem Buch eine eigene Playlist und ich liebe einfach auch andere. Musiklisten, die sich um spezielle Themen drehen. Das lädt bei mir übelst lange, deswegen lasse ich das Ganze und es ist dann bestimmt erst fertig, wenn ich das Video beendet habe. Auf jeden Fall freue ich mich auf den November, der kurz vor dem Dezember kommt und im Dezember, ihr wisst es, steht der Weihnachten vor der Tür. Ich werde mir dieses Jahr zu Weihnachten allerdings keine Bücher wünschen, sondern mal andere Sachen, einfach weil ich zu viel auf meinem Sub noch liegen habe und E-Books lesen möchte und ja, ne, genau, mein kleines Käppi hier, was es damit zu tun hat, ne, genau, Mario ist am Start, immer.
Genau. Das war's von meiner Seite. Keine Ahnung, was ich gerade rede. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt eine wunderschöne Zeit, einen schönen Tag. Und hier ist noch von Ratlosen und Löwenherzen. Schöne Zeit, einen schönen Tag. Und wir sehen, lesen und hören uns. Bis bald, eure Janine. Bye.